Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mein Gestüt, ein Leben für die Pferde. Sorry übrigens im Hintergrund, es geht mega ab bei mir im Discord, aber ja, irgendwie hat er mir eben nach dem Spielstart den Streamer-Modus, den ich eigentlich eingestellt hatte, direkt wieder rausgehauen. Mega nervig. So, erstmal die Pferde füttern. Hatte ich heute gesagt, dass ich irgendwie noch eine Aussaat machen will? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall möchte ich gerne nochmal züchten, denn ihr hattet mir geschrieben, dass es wirklich den Vorteil mit sich bringt, dass ich, wenn ich ein Pferd in der Zucht habe, dass es dann nicht an Pflegestatus, sag ich jetzt mal, verliert. Das heißt, dass es ganz nice ist eigentlich zum Erhalten der Sterne. Und es hat natürlich dann auch den Vorteil, dass ich dann noch an weitere Pferde komme zum Reiten. Natürlich muss ich da auch so ein bisschen gucken. Warte mal, wir gehen erstmal hier unten runter, machen den Kram. Da kann ich natürlich keine Gäste bedienen in der Zeit, ne? Das ist auch wieder klar. 262 Credits, das wäre doch nice. Also da muss ich dann schon auch gucken, weil dann kann ich in der Zeit ja keine Gäste drauf reiten lassen. Aber schauen wir mal. Muss ich mal gucken. Huch. Das ist halt eine ganz, ganz gute Variante eigentlich, um an Pferde zu kommen, die ich auch dann in Rennen nutzen kann, sehr gut, ohne erst noch großartig lang trainieren zu müssen. Und vor allen Dingen, es ist halt auch eine schöne Möglichkeit, um ein Pferd zumindest glücklich zu halten. So, das ging schon mal recht fix und hier kriegen wir nur 98 Credits, dann ist aber bestimmt auch nur eine Stelle verspannt, genau. Das wäre ja sonst mega krass gewesen. Ich wollte ja mal gucken, ich wollte ja ganz gerne mal schauen, ob ich es hinbekomme, einen Buckskin zu züchten. Dafür würde ich wahrscheinlich sogar am besten Sunshine nehmen, aber sie ist ja momentan out of order. Können wir mal gucken. Guck mal, da haben wir doch sogar einen Buckskin. Dann bei Cremefarben. Dann kriegen wir es nur nicht ganz so hin. Das ist auch eine hübsche Farbe, ne? Aber wir machen mal einen Buckskin draus. So. 100 Credits kostet uns das Ganze. Ja, wie gesagt, sorry, ihr hört es im Hintergrund. Wie gesagt, es geht halt absolut Enrage. So, Andalusia, dunkelgrau mit einer Blässe am Kopf. Gucken wir mal. Oh, da kriege ich keinen Andalusia hin, da kriege ich nicht mal dunkelgrau hin. Sie wollten 100% Andalusia haben. Dunkelgrau kriegen wir damit hin. Und Blässe am Kopf, 62%. Ja, habe ich noch 96 Credits Gewinn gemacht. Ist jetzt auch nicht so mega gut. Braun, Friese, keine Musterung. Friesen haben keinen Braun, verflixte Käste. Dann nehmen wir ihn hier mal, Rasse, Braun, kein Muster. Guck mal da, 215 Credits reingewinnen für eine 100% perfekte Abstimmung. 3208 Credits habe ich gerade. Wie sieht's denn dann aus? Hier nochmal mit dem Ausbau des Gästehauses. Guten Tag. Hi, wir haben hier noch Gäste, die registrieren wir. Gomoje. Und hier verbessern. Nee, das geht noch nicht. Hallo? Das heißt, jo, hi. Wir sollten auf jeden Fall hier nochmal Fohlentraining machen. Das machen wir. Und dann muss ich aber auch gleich noch nach dem Wohlbefinden der Pferde schauen, dass ich da nicht irgendwas mit den Hufen wieder versaubeutel. Mimose ist ja jetzt erstmal weg, ne? Da kann ich ja jetzt gerade erstmal nichts machen. Da muss ich aber schauen. Unsere beiden Gäste werden sich dann die beiden verbleibenden Pferde krallen, weil zwei, nämlich Oreo und Sunshine, haben wir ja momentan auf der Weide, ne? Das heißt, da können sie nicht ran. Das heißt, dass sie sich die anderen beiden schnappen und um die muss ich mich dann definitiv kümmern.
wenn die Besucher wieder weg sind, wenn die wieder abgezischt sind, damit die nicht wieder krank werden, weil ich mich halt nicht drum gekümmert habe. Und ich glaube, wenn die Besucher da waren, dann sind die Pferde immer so ein bisschen mitgenommen. Wenn ich das bislang richtig mitbekommen habe im Spielverlauf. Schauen wir mal. Das war jetzt aber eine Punktlandung von der Zeit her. So, nach außen. So, ich frage mich immer, was da abgeht im Discord, weil eigentlich bekommt man ja die Meldung nur, wenn man angeschrieben wurde. Oder aber, also wenn man auf einem Channel getaggt wurde oder wenn man direkt angeschrieben wurde. Das ist schon krass. Okay, hier haben wir jetzt nochmal 91 Credits. Hier gibt es heute nicht so mega viel. Also ich muss schauen, ich muss natürlich das Futter bezahlen können. Aber wichtiger Schritt ist definitiv auch das Ausbauen nochmal vom Gästehaus für die 4-Sterne-Bewertung. Das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig, dass wir das hinbekommen. Dim, dim, dim. So. Dim, 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 dim. So, einmal ein Stück weiter nach außen. Dim, 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 dü-dü-dum. Dü-dum, dim, 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 dü-dü-dum. So. Und noch ein letztes Training und dann haben wir das Fohlen auch fertig. Und dann können wir uns noch um die Versorgung unserer eigenen Pferde kümmern. Geht eigentlich heute recht fix, muss ich sagen. Oh, guck mal, jetzt haben wir es aber auch schon so spät. Oha. Ich hoffe, ich kriege das noch hin, aber ich glaube, das wird eng. Vielleicht sollte ich mich anstatt hier drum eher um die Hufe kümmern. Ja, ich glaube, ich kümmere mich gleich noch um die Hufe. Hufe reinigen. Ja, guck mal, weil heute, jetzt haben wir nämlich aktuell nur die beiden schmutzig. Da müssen wir wahrscheinlich morgen bei Luna dann schon mehr machen, ne? Naja. Hä, wo ist denn hier noch Dreck? Hä? Da oben war was? Okay, jetzt der da noch. Ist jetzt ungünstig, dass der Tag so schnell vorbei war tatsächlich, weil ich nämlich jetzt eigentlich keine Zeit habe, nochmal 10 Minuten oder sowas aufzunehmen. Blöd. Ich hatte nämlich eigentlich geplant, dass die Folge so 15 Minuten lang wird, also noch 6 Minuten länger. Aber es hat nicht so gut funktioniert, wie ich ursprünglich gehofft hatte. Boah, sorry Leute. Also Discord ist ja heute, es geht mir gerade mega auf die Nerven. So, jetzt ist nämlich auch der Tag für heute durch. Wir haben mal 1212 schöner Betrag Credits eingenommen. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. So kann es weitergehen. Ja, ansonsten lasse ich halt die Folge für heute mal ein klein wenig kürzer. Wie viel Uhr haben wir? Ja, noch eine Folge wird schwierig, noch ein Tag. Kurz gucken, das Stromschnellenrennen. Gut, also ihr Lieben, das Stromschnellenrennen steht dann an in der nächsten Folge. Pferdefüttern natürlich wieder.
Die Bergrennen müssen wir noch alle gewinnen. Das heißt, zwei fehlen noch, eins können wir dann gewinnen und das aufwerten. Wir haben jetzt aktuell, haben wir noch nicht genug Geld für das Besucherzentrum, aber ich glaube, für die Pferde hätten wir schon genug Geld. Besucherzentrum wird, glaube ich, erstmal mehr bringen. Gucken wir einfach mal dann beim nächsten Mal. Ja, jetzt hatte ich euch eigentlich in der letzten Folge versprochen, dass es diesmal ein bisschen länger wird. Jetzt ist es sogar ein bisschen kürzer geworden mit 11 Minuten und jetzt laber ich ja auch schon wieder ein bisschen drumherum. Aber es wird dann beim nächsten Mal ziemlich, ziemlich sicher nochmal was Längeres werden. Ich wollte euch nämlich auch noch was erzählen, was jetzt aber heute noch nicht so gut reingepasst hat. Ich hoffe, ich kann es euch dann am Donnerstag erzählen. Ich hoffe es. Ich brauchte nämlich erst noch grünes Licht und ein Go für. Aber ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch am Donnerstag wieder mit dabei sein würdet. Wie gesagt, dann hoffentlich auch mit Infos für euch. Ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen. Gut, ihr Lieben. Also dann, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Und ansonsten natürlich macht's gut, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!